sieht's aus, wenn Eis gemacht wird. Und zwar mit der Hand. Ein Aspekt, der den beiden Gründern des Startups Puro Eispops am Herzen lag. 30 Jahre Produktionserfahrung mit familiärem Hintergrund stehen in dieser Küche an den Maschinen. Aber nicht nur handwerklich sollte das Produkt der ehemaligen Amateurfußballer einzigartig werden. Wir bieten Eis am Stiel an, was auch nicht so gewöhnlich ist, gerade wenn man besonders gesundes, besonders hochwertiges Eis hat, vegan, glutenfrei, laktosefrei das Ganze. Und da sind wir ins Gespräch gekommen und haben überlegt, was könnte man Besonderes machen. Die kleine Konditorei ist mehrfach ausgezeichnet worden für ihre Hamburger Franzbrötchen, fürs beste Hamburger Franzbrötchen. Da war es irgendwo naheliegend, daraus dann vielleicht ein Produkt zu kreieren. Franzbrötchen, Madagaskar-Vanille und ein Schuss Zitrone machen den Geschmack des weißen Franz rund. Das Wichtigste ist aber... Das ist die Grundmasse. Da ist Sahne drin, da sind vegane Bindemittel, verschiedene Zuckersorten haben wir da drin. Das wird einmal aufgekocht auf 85 Grad innerhalb von einer Stunde. Und innerhalb von einer Stunde muss das dann wieder runtergekühlt werden auf 5 Grad. Somit ist es dann homogenisiert und pasteurisiert. Damit aus der fertig angemischten und abgefüllten Masse auch Eis wird, muss sie in die Kühlung. Ähnlich läuft das auch bei der Sorte Erdbeerliebe. Mit 70% Fruchtgehalt ist sie die zweite Exklusivkreation für die kleine Konditorei. Das Sortiment der frisch gebackenen Eisproduzenten umfasst aber noch mehr. Neben Fruchtkombis wie Avocado, Limette und Maracuja Mango gibt's bald auch Mojito und Erdbeerlimes. Umdrehungen inklusive. Das macht richtig Spaß und gerade an so sonnigen Sommerabenden ist das, glaube ich, eine ganz, ganz entspannte Geschichte. Und wir haben natürlich die Flexibilität zu sagen, das und das kommt besonders gut an, dann gehen wir nochmal weiter in die Fruchtrichtung oder vielleicht kommt dann doch so eine Mixtur aus verschiedenen Geschmacksrichtungen noch besser an, dann entwickeln wir uns da weiter. Also wir können jederzeit uns an die Nachfrage anpassen und schauen, was wirklich gut läuft im Sommer oder was uns auch einfach am besten schmeckt, denn was uns schmeckt, sollte dann den Kunden auch schmecken. Ob es schmeckt, zeigt sich schon morgen. Ab 15 Uhr können Erdbeerliebe und Weißes Franz in den Filialen der kleinen Konditorei probiert werden. Die schnellsten 50 am Langfelder Damm bekommen ihr Eis sogar umsonst.